Thailand. In diesem höllischen Paradies begibt sich Black Belt Jones erneut auf eine Mission von strengster Geheimhaltung und höchster Gefahr. Not ist nicht nur die Mutter der Erfindung. Sie ist ebenfalls die Großmutter des Betruges. Vermutlich ist sie in die Waldfestung dieses Schurken Carter Rangoon hinausgeschafft worden. Er trommelt seine besten Spießgesellen zusammen, um die Tochter eines bekannten Politikers aus den Klauen des Bösen zu befreien. Gemeinsam schlägt es sich besser. Naja, gelernt ist gelernt. Auf ihrer überwältigenden Reise durch das Dickicht des Dschungels stellen sich ihnen Urvölker entgegen, die mittels falscher Versprechungen zu eiskalten Killern verwandelt wurden. Der Erstkontakt mit den harten Fäusten der Zivilisation wird ihnen jedoch bald zu denken geben. Hot Potato, ein Spaß für Landratten und Planschgenossen gleichermaßen. Du hast keine Bildung, Johnny. Asterix und Obelix überfordern dich. Oh, ich mache nicht einen Schritt mehr weiter, Jones, bevor er das nicht zurückgenommen hat. Wie du willst. Lass den Quatsch, Jones. Sie suchten das Abenteuer und fanden die große Liebe. Doch nachts erwacht die Oase zum Albtraum, gefangen unter dem Gewirr vieler scheppernder Klingen. Du stehst vor Leonardo Pizzarelli. Kein Mann im Wickelrock nennt mich Fettsack. Attacke! Erleben Sie den Einmarsch mitten durch die Heiligtümer einer kriminellen Geheimorganisation, welche im Kleinen wie Großen mächtig aufzuräumen weiß. Jim Kelly, bekannt aus seiner Paraderolle in Freie Fahrt ins Jenseits, stellt wieder mal unter Beweis, dass er auch ohne Bruce Lee an seiner Seite zum Spitzentalent des Kampfsports gehört. Da ertönen die Glocken für ein Hosianer bester Unterhaltung. Hilf mir, Johnny! Die große Rettungsaktion hat begonnen. Ein reißender Fluss an fantastischer Action bahnt sich seinen Weg durch wahre Horden waghalsiger Todeskämpfer, die ihr blaues Wunder allerdings im Rekordtempo erleben werden. Sehen Sie Jim Kelly in einem wahnwitzigen Kreuzfeuer der Gerechtigkeit. Hot Potato, der heiße Knaller. Genau, das war's. Vielen Dank.